So, was hat er gesagt? Tagebuch. Erstmal müssen wir mit Lea quatschen. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod büßen wird. Magda und Magda! Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Mensch, Engel oder Gott. Wir müssen ihn finden und sein Gedächtnis wiederherstellen. So sieht's aus. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wortham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich fürchte sie nicht. Nee. Von der Alten habe ich doch keine Angst. So, ich mache mal die entzauberten Sachen hier rein. Ah, unseren Pilz haben wir auch noch, ne? Da muss ich mich mal ein bisschen informieren. Was da jetzt nun abgeht mit dem Pilz und den anderen Sachen, die man noch dafür braucht. So. Dann legen wir mal los, ne? Wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich? 1 Stunde 7. Bis 1,5 Stunden mache ich ja noch. Also quasi noch zwei. Ja, bin ich jetzt blöd? Noch 23 Minuten. Ich kann nicht mal mehr rechnen und sprechen auch nicht. Was ist denn da los? So, hier lag nur Müll rum. Hier ist auch nichts weiter. Gut, dann nehmen wir raus hier. Dieser ganze Qualm ist sowieso ungesund. Ein bisschen an die frische Luft gehen hier. Oh. Was war das? Ah, toll. Interessant. Den Hexendoktor habe ich noch nie gespielt. Müsste ich mir eigentlich auch mal angucken. Den Zauberer oder Magier, wie das Ding heißt, habe ich schon gespielt. Ist aber nicht so ganz mein Fall. Ich bin mehr so der Nahkampftyp eigentlich. Also gehe ich mal Mir davon aus. gefällt nicht, wie der Schuft Lea ansieht. Mir auch nicht. Ich werde ihn im Auge behalten. Ah, macht es. Also denke ich mal, dass der Hexendoktor auch nichts für mich ist, weil der wahrscheinlich auch auf Fernkampf geht, ne? Was gibt's noch? Hexendoktor, Magier. Ich glaube, das war's, ne? Meine Königin singt in meinen Ohren, ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Ja, du bist richtig fertig. Die Luft hier ist schwer von Furcht. Aha. Das ist kein gutes. Oh, neues Wissen. Jungspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Ich bin noch nicht so weit. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Bleibt uns jetzt aber nichts anderes übrig. Wir müssen trotzdem hier durch den dunklen Ort. Mach die doch mal tot. Die sind doch nur kleine Winzlinge. So, gehen wir erstmal hier lang. Na, kommt her. Ja, die können ja gar nichts. Scheiße. War voll fail.
Oh, da kommen ja noch welche. Die Attacke ist gar nicht so schlecht, die Primärattacke. Finde ich gut. Gut, dass ich die mal ausprobiert habe. Was haben wir hier oben noch? Hallo! Da ist eine Truhe. Ha! So helft mir doch! Wo? Ach, hier. Und tschüss. Ihhh. Der arme Kerl. Der arme Mann. Weil es war zu früh. Ja, das hier ist jetzt, das dauert jetzt ein bisschen länger mit dem Erkunden und alles. Das hier ist nämlich schön groß, die Höhle. Guck mal, da hängt ein Sack. So, hier unten muss ich nochmal lang, glaube ich, ne? Ah ne, hier war nichts. Da war nichts. Könnte jetzt sein, dass es ein bisschen langweilig ist, aber okay. Dann ist es eben so. Scheiße, aber ich müsste mich eigentlich beeilen, ne? Ist ja bald quasi einen Speicherpunkt erreichen oder eine Questende, damit ich aufhören kann. Sonst haben wir halt selbe Problem wie bei Part Nummer 5 und Nummer 6, dass ich dasselbe nochmal mache. Dass ich es auch nicht gemerkt habe. Na gut, das Problem, wenn man fast eine Woche nicht spielt, ne, dann weiß man nicht mehr unbedingt, was passiert ist. Aber ich kann es ja demnächst jetzt immer so machen, dass ich mir das Ende nochmal von der letzten Session angucke. Dann weiß ich es wieder, wahrscheinlich wieder so ungefähr, was da passiert ist. Da wäre mir zum Beispiel auch gleich aufgefallen, dass ich abrupt unterbrochen habe, in meiner Katze. Weil die auf einmal die Katzenbabys geweckt hat. Das war nämlich der Grund, warum ich aufgehört habe. Und da war gar kein Speicherpunkt. Deswegen muss ich es nochmal machen. Ja, irgendwie laufe ich hier im Kreis. Mal kurz die Karte aufmachen. Ach, da unten? Oder da? Oder da? Ich hoffe mal, dass hier der richtige Weg ist. Sag mal, willst du nicht mal sterben? So, ich denke mal, hier lang geht's aber. Boah. Das war erfrischend. Da sind sie zerplatzt. Ich bin noch nicht wieder bereit. Der Weg sieht schon mal gar nicht so richtig aus. Obwohl, könnte richtig sein. Das ist aber auch das Geile, dass bei Diablo schon immer, glaube ich, ja, das war schon immer so, die Map-Generierung zufällig ist. Das war doch bei Diablo 2 auf jeden Fall auch schon so. Diablo 1 habe ich ja nicht gespielt. Aber bei Diablo 2, meine ich, war es auch so. Da war dieses Anfangslager, wo man immer war, immer anders aufgebaut. Da war der Ausgang auch immer woanders, soweit ich weiß. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Nee, danke. Lass mal gut sein. Eure Hingabe ist ekelhaft. Bewundernswert. Ich würde sagen, ekelhaft.
So. Ja, haben wir ja super geschafft noch. Sogar noch Zeit. Noch locker Zeit. 15 Minuten noch. Bitte helft mir. Nein, ich habe keine Zeit. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Richtig lecker. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Ja? Die Spinnenkönigin kommt. Die Spinnenkönigin. Spinnenkönigin. Ja, hast du richtig gehört. Und wisst ihr, was geil ist? Es passiert jetzt genau im letzten Part, den ich gerade aufnehme. Das heißt, es wird hier nichts unterbrochen. Es ist ein Part, wo ich die Spinnenkönigin töte. Den kann ich dann auch so nennen. Den nenne ich die Spinnenkönigin. Oder so ähnlich. So, jetzt haut die wieder ab. Na komm. Ah, da sind sie. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh, mein Telefon klingelt. Geil. Habe ich es auf lautlos gemacht? Ja. Jetzt ist mein Timer weg. Jetzt sehe ich gerade meinen Timer nicht. Solange die derjenige anrufen. Ah, jetzt sind wir da. Ich bin noch nicht so weit. Oh oh. Da sollte ich ein bisschen aufpassen, ne? Ich brauche Geisteskraft. Stirb jetzt! Na endlich, mein. Ihr werdet ihr Gift brauchen, um die Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch. Wenn ich noch eine Sekunde länger hier hängen bleibe, werde ich noch... Halt mal die Klappe, da ist jetzt neues Wissen. Gerüchten zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leoriks Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. Warum kriege ich immer so eine Scheiße? Ist doch voll blöd. Steckt ein höheres Ziel. Halt doch mal die Klappe. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Die Götter hüten ihre Geheimnisse. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Alter, was jetzt alles auf mein Handy ist, ey. Der Timer, eine E-Mail, Anruf in Abwesenheit, SMS, Twitter. Alter Schwede. Was geht denn ab? Speicherpunkt. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Khazra gestohlen. Daraufhin sind die Khazra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Na, selber schuld. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Khazra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Okay. Gucken wir mal, ob die Khazra so nett sind. Da dieses kommen sie ja Land schon. Dieses Land gehörte einst der Krone. Ja, das hat sich richtig gelohnt. Oh, neues Wissen. Ne, hä? Das waren alle. Wieso kriege ich kein neues Wissen? Jetzt. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt. Und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt. Selbst viele achtbare Akademiker.
Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Ich habe doch gar nicht danach gefragt. Du drängelst dich doch immer auf mit deinen Erklärungen. Ah, ausgetrickst. Nein! Das funktioniert gar nicht. So wollte ich die Spielmechanik austricksen und das geht gar nicht. Jetzt hör auf. Ich bin noch nicht wieder bereit. Schon wieder neues Wissen, ey. Vor langer Zeit verließen 5 Clans des Umbaru-Stammes Teganse und wanderten nordwärts. Nicht genug Geisteskraft. Nach ihrer Verwandlung zu Khazras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlausten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Khazra-Schamanen und sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Ja, ein Erfolg. Jetzt hört mal auf hier mit den Speeren, das geht mir richtig auf die Eier. Oh! Alter! Ein würdiger Gegner! Ja, der hat mir kurz Angst gemacht, der Gegner. Oh, da ist ein Eingang. Ach, hier. Nee, hier müssen wir nicht hin. Da hinten müssen wir hin. Ich muss jetzt auch mal langsam aufpassen mit der Zeit. Nach 8 Minuten. Ja, das haben wir schon mal geschafft hier. Ich bin noch nicht wieder bereit. Warum nicht? So. So, jetzt haben wir gerade eine Quest beendet. Jetzt wäre es natürlich richtig schlau. Eigentlich wäre es jetzt schlau, nach Hause zu porten. Ja, das mache ich jetzt auch. Nach Hause porten, alles entzaubern und verkaufen. Und dann den Part beenden. So. Ja, wieder richtig tolle Sachen hier beim Boss gekriegt. Richtig tolle Sachen. Scheiße, ey. 12,1. So, was haben wir hier? Weg. Das kommt weg. Kann eigentlich alles weg, wa? Oh ne, das hier nicht. Intelligenz brauche ich. Nein! Bin ich ein Trottel? Fuck! Das geht nicht mehr rückgängig zu machen, ne? Geil, jetzt habe ich meine Brust verzaubert und... Oh, Leute. Entzaubert, meine ich natürlich. Gut. Das war ja schlau. Ja, man muss natürlich vorher abwählen, dass man entzaubern will. Habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Scheiße, jetzt habe ich die gute Brust entzaubert und die ich anhatte auch noch. Jetzt habe ich gar keine Brust mehr. Geil. Hat er hier was? Kaufe ich mir jetzt schnell eine neue Brust. Ach, guck mal. Ach, guck mal, die ist sogar noch besser. Ah, scheißegal, kaufe ich jetzt. Zack. Und schon habe ich wieder eine neue. Ist gar nichts passiert, Leute. Weil, was, wie? Brust verkauft. Entzaubert, hä? Hab ich doch gar nicht. Nehmen wir noch einen neuen Trank. Das ist ja schon mal schön. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Banner-Siegel an. Ich habe jetzt wieder neue. Also Muster. Aha. Erkennt man sowieso nichts bei dem Schwarz. Was haben wir hier? Verzierung. Was ist das? Streitkolben. Ich fand den Stab eigentlich besser. Also die Stäbe. Was gibt's hier eigentlich noch? Was ist das? Teganse, was ist das denn? Oh, das sieht aber auch geil aus. Heuschrecken, die waren scheiße. Wölfe, nee. Löwe. Juwel. Nee. Ich weiß zwar nicht, was Teganse bedeuten soll, aber das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oh, das Headset tut weh. Speichern wir mal ab. So, was haben wir denn jetzt noch? 19.000 Gold haben wir. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Zeit eigentlich. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Mir ist schon klar, ich passe nicht zu jedem, aber versucht es mit mir. Und ihr wollt nie wieder jemand anderen.
Was kann der denn eigentlich? Inventar. Ach so, man kann den auch das Inventar öffnen. Ach, der kann schießen. Man kann auch das Inventar öffnen, wenn der gar nicht dabei ist. Der das Ziel 3 Sekunden lang 60% verlangsamt. Oder Distanzangriff, der 100% Waffenschaden sowie Verlauf in 2 Sekunden, bla bla bla. Blendet Gegner vor sich 3 Sekunden lang. Und verschwinden. Ist er verletzt, verschwindet der Schuft in einer Rauchwolke und erscheint nach 5 Sekunden wieder. Während er verschwunden ist, heilt er sich selbst um 392 Leben. Ja, natürlich verschwindet der und lässt mich alleine, oder was? Der Templer kämpft wenigstens, bis er tot ist. Ah, gut, ist jetzt egal, dass wir jetzt noch Zeit übrig haben. Das lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll, ohne über die Zeit zu kommen. Aber so ist es halt. Ich kann ja, genau, wenn ich jetzt gleich wieder aufnehme, dann... Ah, nee, ist Quatsch. Gut, also, dann beende ich jetzt die Folge und die Session. Und dann sage ich, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Hoffentlich sehen wir uns wieder im nächsten Teil von Let's Play Diablo 3. Ich wollte gerade Binding of Isaac sagen. Also, bis dann. Ciao.